Und man darf sich nicht wundern, dass die Bevölkerung den Glauben an diese Heilsversprechen verloren hat, weil ja ohnehin alle paar Tage oder alle im Wochenrhythmus etwas Neues daherkommt. Deswegen tragen die Menschen es zunehmend nicht mit. Die Schuld liegt nicht bei der Bevölkerung, die Schuld liegt bei einer völlig aus den Fugen geratenen Kommunikation der Regierung. Und wenn Sie heute schon, damit Sie vom Westen Österreichs in den Osten reisen können, schon ein Handbuch brauchen, damit Sie wissen, was wo gerade gilt oder nicht gilt und in welcher Dimension gilt und für wen gilt, dann ist das sozusagen das Verkehrteste, was man im Krisenmanagement machen kann. Es hätte gebraucht ganz, ganz einfache Regelungen, von Anfang an auch einen klaren Verweis, dass die Selbstverantwortung der entscheidende Faktor ist. Und da hätte man sich halt darauf einlassen müssen, um einmal hinzuschauen, wie es andere machen, die mit diesem Weg erfolgreich fahren. In der Zwischenzeit sind die so weit drinnen in der Sackgasse, dass es gar nicht mehr anders geht. Weg mit dem Lockdown, weg zum Beispiel, ich kämpfe ja nicht nur für eine Freiwilligkeit, was das Maskentragen betrifft, für Parlamentarier, kämpfe vor allem auch dafür, dass man die Kinder von diesem Wahnsinn befreit in den Schulen. Ja, das ist ja seelische Grausamkeit, das ist ja Folter für diese jungen Menschen, wenn man ihnen das noch länger antut. Und deswegen ist es auch nur konsequent, dann selbst die Maske nicht zu tragen.